zurückschicken. Da steht nämlich Versand kostenlos, Rücksendung kostenlos möglich. Na geil. So, habe ich mir jetzt bestellt, ein Dreier-Set. Aber ich denke mal, einer links, einer rechts und dann ist das hell genug, dass diese grüne Wand richtig beleuchtet ist und dann klappt das alles. Und dann, ja, die LEDs dürfen ja nicht so viel Strom verbrauchen. So. Also, jetzt probieren wir das mal auf Sendung gehen. Jetzt nehme ich aber YouTube raus, das muss ich separat, das kann ich ja später machen dann. Und das wird wahrscheinlich grausig werden. So, Runner. No. Runner. Hier mal gespannt. Wende ich mal die. Da ist irgendwas schief gegangen. Hat auf Anhalten gekommen, das verstehe ich. So, Rekord. Und jetzt ist nämlich das Zeichen unten angegangen und der Upload beträgt aktuell 792 kbs, 587 kbs, ausgelassene Frames 64%. Muss Kelly, wenn sie gleich da ist, mir mal sagen, ob das ansatzweise anguckbar ist. Ich habe das ja aus. Was denn? Kann ich über Kelly machen. Ja, weil letztes Mal war ja dann auch mittendrin, es hängt alles, ne? Ja. Ich sag nicht, ich habe mich hier festgefahren, während ich das umgesetzt habe. Ne, er rollt wieder. Musst du immer das Lenkrad. Nur auf Twitch oder direkt aus nur auf Twitch, weil wenn YouTube gleichzeitig, das geht definitiv nicht. Also das habe ich ja letztes Mal auch schon ausgeschaltet. Jetzt komme ich an dem Stein vorne vorbei, aber da hieß es ja, dass es hängt ohne Ende, ne? Wohl, jetzt habe ich ja die Qualität und so hatte ich ja eh schon ein bisschen reduziert. Vielleicht geht es ja. Aber so. Ich sehe bei mir auf dem Handy gerade alle ein paar Sekunden nach. Also es läuft, aber ja. Ne, es lädt alle paar Sekunden nach. Ja, es bleibt ständig hängen. Das Bild ist ein Ruckelbild und du hast kein durchgängiges Bild, ne? Ruckeln sehe ich dadurch jetzt nicht, aber das Problem ist halt dadurch, weil es immer nachlädt, siehst du sowieso kaum was. Ja eben, deswegen kann ich das eigentlich auch wieder ausmachen. Ja, richtig. Das war ja das, was ich sagte. Es macht eigentlich keinen Sinn. Dafür ist die Telekom-Leitung zu schlecht. Also da können wir höchstens gucken, wenn wir irgendwann Money mal so reinkriegen mit der richtigen Leitung, dann kann ich das auch streamen, aber was auch deutlich besser wäre übrigens. So. Jetzt muss ich noch mal gucken, habe ich jetzt den Dings wieder angemacht hier? Ja, sind da wieder auf. Muss ich natürlich den Dings wieder verbinden. Weil, wie gesagt, grundsätzlich, wenn du es live machst, das Snowrunner zieht ja auch ganz gut, wie wir wissen, ne? Ja. Es ist halt eben das Einzige, was ärgerlich ist, aber ich spiele lieber mit euch, anstatt das da irgendwo live in irgendwo reinzusetzen. Eben, du nimmst ja nebenbei auch auf, dann ist das gar kein Problem. Ja, kann ich wenigstens schön viel schneiden wieder. Eine neue Best-of-Szene von mir habe ich ja, wie ich das Klappmesser an dem Fluss mache. War das peinlich. So. Schon lange nichts mehr von Zucker und Money gehört. Bin doch da, hab doch gerade gesagt. Hast du das kam nicht durch. Bist du denn jetzt den Steinweg da hochgekommen? Ich meine, ich bin ja an der Stelle auch schon umgekippt und hängen geblieben. Das ist nicht ohne der. Weißt du, Patrick, wo wir diesen Abhang da immer hochgefahren sind am Anfang? Ist ja jetzt eigentlich nicht mehr nötig, weil die Brücke repariert ist. Ja. Alles geschafft und das ohne Kippen. Ja. Ich werde mit dem Kolob gleich trotzdem oben rumfahren. Obwohl, ich brauche gar nicht oben rumfahren. Ich brauche ja nur bis zur Papierfabrik. Ich weiß nur noch nicht, wie ich mit dem Riesenhänger an dem Generator gleich vorbeikomme. Aber das wird ich auch noch regeln.
So. Lagerhaus. Guck mal. Dann bringe ich jetzt erstmal Verbrauchsgüter, kann ich 6 Stück. Die könnte ich alle aufladen. Oder ich lade die Stahlträger auf. Warte mal eben. Eins. Wo fährst du überhaupt hin? Aufladen. Jetzt habe ich nachprobiert. Scheiß zum Bahnhof. So. Stahlträger. Aufladen. Umladen. Eins. Zwei. So, ich habe 4 Stahlträger drauf. Und jetzt drückt mal die Daumen, dass ich hier irgendwie wieder... Ah, jetzt ist ja klar, ich war einmal draußen. Jetzt hat er natürlich den Dings wieder abgestellt, das Getriebe. Wohl Einstellung, ich könnte ja mal gucken, Lenkrad. Was haben wir denn da oben? TrueForce, Logitech Direct Input. Trustmaster, Logitech Legacy. Doch, und darunter dann mit Getriebe. Das stellt er mir jedes Mal ab, wenn ich dann... Bin wieder da. Baby, also wir haben das gerade mal ausprobiert, Kelly. Das bringt nichts, weil die Telekom-Leitung so langsam ist, dass das wirklich Standbilder gibt dann. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Aber ich schneide das dann an. Gut. So, kommt jemand vorbei und räumt mir meinen Wäschetrockner gleich mal leer. Was soll selbst sagen, sind denn, ne? Aber keine Lust. Da können wir nichts. Ja. Das ist dann das Problem. Was? Schon da keine Möglichkeiten. Ich war jetzt sogar so faul, ich habe jetzt die Spielmaschine geräumt. Ich hätte noch ein paar Teile. Auch große Teile. Die hätte ich ja nicht mit der Hand spielen können. Nö, ich habe die dann nochmal eingeräumt und habe die jetzt nochmal angemacht. Ey, das sind doch keine Strecken hier, das sind doch Katastrophen. Da fährt man ja auch lang. So, jetzt habe ich den Schmucktisch schon gebaut. Nee, das geht schief. Ja, für Schräglager, da denke ich, der Köpfe, der müsste doch halt nicht gleich köppen. Das denke ich mir bei meinem Stahlanhänger auch die ganze Zeit, im großen Baum hier. Gott sei Dank tut das nicht, aber... Naja, Gott sei Dank tut das nicht, genau. Versuche jetzt mit Gewalt hinten rumzukommen. Aber ich bin ja auch blöd, ich mache das ja hier vollkommen falsch, ne? Ach, mir Ratschläge geben und selber nicht besser sein. Nee, ich habe gerade eine Idee gehabt. Aber bitte, ich werde hier keinen einzigen Ratschlag mehr geben. Ich frage nur. Nein, warum die versucht denn den Hänger rückwärts hier runterzuziehen? Oder zu schieben? Obwohl, warte mal, jetzt habe ich inzwischen den Bäumen durch. Jetzt passt. Ich hätte den ganzen Käse ja auch einfach an die Seilwinde hängen können und versuchen können, damit zu ziehen, ne? Wir hätten hier mit dem Tankanhänger an mir vorbei. Kannst mir mal ein bisschen Sprit abgeben. Ja, ich bin auf dem Weg, bleib stehen. So, kannst du tanken? Tankst du oder muss ich tanken? Du musst näher rankommen. Drück mal die Daumen, dass das, was ich jetzt gemacht habe, funktioniert. Ich habe jetzt den Hänger abgehängt und der hat sofort so abgehoben, dass ich den nie wieder anhängen kann. Kannst weiterfahren. Jetzt versuche ich ihn nach hinten rauszuziehen. Ich habe nämlich durch die Bäume durchgeschoben, dass er hinten auf der Straße steht, weißt du? Ja, okay. Und jetzt versuche ich ihn nämlich hinten per Seilwinde. Weil ich muss da runter, wo du hochgekommen bist. Runterzuziehen, dann könnte ich ihn vorne wieder ankoppeln.
Der Plan ist gut. Ob es wird, ist die Sache. Das sieht aber gut aus. Er kommt runter. Ja, er kommt den Hang runter. Nein, 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 nein. Fahr rückwärts. Scheiße. Okay, das dauert länger. Die Idee war gut, der Plan war scheiße. Ist jemand in deiner Nähe, der helfen kann? Nein, ich bin ja direkt am Dings. Ich hole mir jetzt meinen Kran, werde den Hänger wieder hinstellen und die Fracht neu verladen. Dann passt das alles hier. So, und das beantwortet auch die Frage im Nachhinein. Zweimal mit dem Tiger fahren geht schneller. Weil du diesen riesen XXL-Hänger einfach nicht runterbekommst. Vernünftig. Okay, aber ist kein Problem. Ja, ob wir die Aufgabe heute noch komplett zu fertig kriegen? Die dauert lange, das war klar. Das ist eine sehr langwierige Aufgabe. Haben wir nur noch 5 Sachen zu erledigen. Ja, aber das meiste geht relativ schnell. Wenn man jetzt hier keinen Unfall baut. So, krieg ich schon auf. Also entweder habe ich hier die verkehrten Reifen drauf, ich weiß es auch nicht. Ja, aber wie gesagt, es steht ja, ich stehe ja direkt am am Lager. Der Kranwagen ist ja quasi in 2 Minuten da. Ich fahre ja momentan die, ich sage mal, die amerikanische Version vom von eurem da, von dem Longhorn, hätte ich gerade gesagt, von dem Derby. Welche amerikanische Variante? Ja, der hätte diese. Ah, Mensch, warte mal. Den Derry Longhorn, das ist ja, sag ich mal, vom Collab die amerikanische Variante, sag ich mal dazu. Ich gehe mal an welche Trockner gucken. Weil ich finde, der, weil der hinten mitlenkt, ist der nicht schlecht. Der Derry Longhorn, der ist in Snowrunners abgeschwächt worden. In Wirklichkeit ist er viel stärker. Ja, ist halt diese amerikanische Variante von den Militärzugmaschinen. Ich glaube, ich werde die noch mal bergen messen oder so. Ich muss wahrscheinlich noch mal die Reifen kontrollieren. Das Gefühl, ich habe da Straßenreifen drauf statt Mattreifen oder sowas. Ist möglich. Ich meine, der bringt mich zwar fast dahin, wo ich will, aber in manchen Situationen habe ich das Gefühl, der will einfach doch nicht so. Ja, der Derry Longhorn ist ja normalerweise auch auf die Straße gemacht. Ja, die Amis behaupten ja, das ist ein LKW, eine Zugmaschine für jedes Gelände. Das ist Bullshit. Die Amis glauben viel, wenn der Tag lang ist. Die Amerikaner brauchen einfach für alles was. Natürlich. Und auf dem Collab kriege ich leider keine niedrige Hängerplatte drauf. Ach, warum macht ihr das? Ich hab doch die Maschine hier vorne stehen. Wähle ich mich denn mit dem Kranwagen durch diesen Matsch? Befragst du mich oder uns? Es war eine Frage an mich selber. Ich habe doch den Bus hier direkt vor ihm stehen. 10 Meter vor ihm. Warum ziehe ich den nicht einfach
Ach, machst du das auch mal auf deinem Handy, ne? Notiz an mich selber? Nö, nö.